Herzlich willkommen zur Preisverleihung Verein des Jahres 2019, einer gemeinsamen Aktion von Ossexischer Sparkasse Dresden und der Sächsischen Zeitung. Ja, das ist eine etwas außergewöhnliche Preisverleihung. Weder Vereine noch Publikum. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir diese Preisverleihung durchführen. Gerade in Zeiten von Corona merken wir es alle, was Vereine eigentlich tagtäglich für uns machen, sei es gemeinsam Sport zu erleben, unser soziales Engagement auszuleben oder kulturelle Höhepunkte zu genießen. Deshalb wollen wir ein Zeichen setzen und wir sagen, danke, liebe Vereine, wir brauchen euch, haltet durch, bewahrt die Kraft und die Zuversicht, die Zeit mit Corona wird vorbeigehen und dann freuen wir uns alle wieder gemeinsam mit euch, das Leben hier in unserer Region zu gestalten. Den Titel Verein des Jahres 2019 in der Kategorie Kultur und damit 3.000 Euro in die Vereinskasse erhält die Schauanlage Neumannmühle e.V. Herzlichen Glückwunsch. Willkommen in der Neumannmühle, die älteste Mühle hier im Körnitztal, die noch annähernd ihre originale Gestalt besitzt. Und die Neumannmühle, die im 16. Jahrhundert entstanden ist, zeigt zwei Dinge. Sie zeigt eine historische Sägemaschine, ein sogenanntes Venezianergatter, und sie zeigt die Holzschleiferei. Das ist eine Anlage aus dem Jahre 1870. Das ist die älteste Anlage der Welt, die zur Herstellung von Holzschliff eingesetzt wurde. Der Holzschliff, Ausgangspunkt für die Massenproduktion von Papierholz. In der Kategorie Soziales erhält den Titel Verein des Jahres 2019 und wiederum 3.000 Euro für die Vereinskasse United Clubs of Culo. Herzlichen Glückwunsch! Wir, der Verein United Clubs for Culo, gestalten als Dachverband der Wittichenauer Jugendclubs das kulturelle Leben unserer Stadt maßgeblich mit. Das Highlight im Sommer ist das Stadtteichfestival, welches dieses Jahr schon zum 8. Mal stattfindet. Es bietet regionalen und deutschlandweit bekannten Künstlern 3 Tage lang eine Bühne. Unser bisher größtes Projekt war die Silvestinale im Jahr 2018. Ein mehrtägiges Filmfestival, bei dem selbstgedrehte Kurzfilme der Jugendclubs gezeigt und an einem Galaabend ausgezeichnet wurden. Verein des Jahres 2019 in der Kategorie Sport. Das ist der Kids Kindersportverein Dresden. Herzlichen Glückwunsch! Hi, ich bin Andreas. Und ich bin Tavea. Wir sind die Gründer vom Kids Kindersportverein. Wir haben uns vor 7 Jahren gegründet und haben den Fokus auf das Kleinkindturnen. Wir sind ein Einspartenverein und die Kinder bei uns sind eine Altersspanne von 1,5 bis 7 Jahren. In der Kategorie 99 Funken ist Verein des Jahres Preisträger der Imkerverein Oberlichtenau und Glückwunsch zu den 3.000 Euro. Wir sind der Imkerverein Oberlichtenau. Unser Verein wurde 1964 gegründet. Unser Verein setzt sich momentan aus 42 Imkern und 10 Bienenfreunden zusammen. Bereits seit 1954 gibt es unsere AG Junge Imker. Diese findet derzeit im Rahmen des Ganztagsangebots unserer Grundschule statt. Unser kleines Bienenmuseum betreiben wir seit nunmehr 25 Jahren. Im Außenbereich des Museums gibt es den Lehrbienenstand mit 6 Bienenvölkern. Dieser ist Bestandteil der Museumsführungen und wird außerdem rege bei der Imkerausbildung genutzt. Damit sind alle Preise in den 4 Kategorien vergeben. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle natürlich für die Preisträger, aber genauso einen herzlichen Glückwunsch an die Zweit- und Drittplatzierten. Einen Preis gibt es allerdings noch, und zwar der Preis des Publikums. Und das war auch für uns gewaltig, denn über 5.250 Fans haben für ihren Verein gestimmt. 25% davon entfielen mit insgesamt 1.410 Stimmen auf einen Verein hier in Dresden. Und dieser Verein bekommt nochmal 2.000 Euro extra für seine Vereinskasse. Dankeschön. Und das ist der Kids Kindersportverein Dresden e.V. Herzlichen Glückwunsch.
Wichtig ist uns der Spaß und die Freude am Sport und die langfristige Bindung an den Sport.